mich bewegt hat jetzt auch in Bezug auf diesen Tag, ist Johannes 15, Vers 18, wo Jesus sagt, nicht ich, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Drei Grundsäulen sind bezeugen, ermutigen und beten. Dann habe ich so gedacht, jo, dann kann der Hans Martin, dann können wir den auch hier lassen. Und das sind in der Tat deine Gaben. Und ich könnte mir vorstellen, dass in dieser Lebensphase, wir sind ja ungefähr in der gleichen, mancher gesagt hat, das ist ja nun wirklich unmöglich, was du da gerade vorhast. Und ob Christen in der Wirtschaft jetzt gerade der Verband ist, den du nochmal wieder ganz neu zusammen mit dem Vorstand aufpacken kannst, überleg dir das. Aber ich finde es gut, dass er es gewagt hat. Ich finde es gut, dass er sich eingelassen hat auf dieses Abenteuer. Dass die CIW das, was der eigene Anspruch ist, erfüllt, nämlich Christen für den Alltag zu ermuntern, den Sonntag zu leben. Ich habe das als Bild genommen, was natürlich heißt, den Glauben selbst gestärkt zu werden und dann in der Welt gehört zu werden. Mit Jesus unterwegs sein und ihm mit ganzem Herzen dienen. Wo wir auch immer hingestellt sind, dann werden wir Wunder Gottes erleben. Und das wünsche ich euch, wünsche ich uns, dass er uns begeistert mit seiner Liebe. Amen.